Ja, guten Morgen, YouTube-Freunde. Was läuft da beim Bauerhaus heute Samstagmorgen? Zuerst Kürbis aufgefüllt auf dem Blumenfeld, damit da am Samstag genug Kürbis zum Verkauf bereit sind. Und es ist bereits 10 Uhr. Ich bringe Paletten retour in die Genossenschaft und nehme Weizensaatgut zurück. Und es würde mich jetzt noch interessieren. Ich habe da gefilmt, wie ich den 714er von der ersten Fahrstufe in die zweite schalte während der Fahrt. Und da wurde mir gesagt, das solltest du besser nicht machen. Das gibt irgendwann einen Getriebeschaden. Und würde mich doch wirklich interessieren, was denkt die große, breite Fendt-Gemeinde darüber? Machen das viele oder macht das niemand? Schalten während des Fahrens die erste, zweite Fahrstufe? Und was man ja auch kann, was ich mache manchmal, ist dazu noch Kupplung drücken. Ich drücke auf die zweite Fahrstufe und drücke dabei auch noch die Kupplung. Ich habe fast nie still, wenn ich da wechseln will, weil meistens ist es ja so, du fährst weg und siehst, ah, scheiße, ich bin ja noch in der ersten Fahrstufe. Und da wechsle ich die einfach während des Fahrens. So, also auf dem Weg in die Genossenschaft. Saatgut, Weizensaatgut, dass ich bereit bin, wenn es geht, möchte ich zwischen Sonntag und Donnerstag einmal Weizen säen. Wetterprognose ist von Montag bis Donnerstag besser. Und was ich auch noch machen will, ist einen Grasschnitt, eine UV-100er Mischung. Weiß ich auch noch nicht, wann schneiden. Vielleicht auch Sonntag oder Montag. Ja, bei dieser Gelegenheit frage ich doch gerade den Heiri Müller aus dem Zürcher Oberland. Der ist, schneidet viel Grassilage. Er hat mir geschrieben, oder ich habe es auf Facebook gelesen, dass er noch 20 Hektaren zum Schneiden hat. Heiri, wann schneidest du dein Gras? Sonntag, Montag oder schon heute Samstag? Schreib's mir doch. Ja, und ich bringe da gerade Paletten retour, die da bei mir rumgestanden sind. Die sammeln sich immer an über die Saison. Man holt immer Material auf Palette und irgendwann müssen die wieder zurück in die Genossenschaft. Und jetzt gerade eine gute Gelegenheit. Ich hole was und kann auch was bringen. Das ist Futterweizen Seelor und Winterweizen Diavel. Dieser Winterweizen Diavel hat den Vorteil, den kann man auch im Frühling säen. Also Zweinutzung, man kann ihn im Herbst säen oder auch im Frühling. Und wenn es mir nicht reicht, kann ich den im Frühling.